Ich bin jetzt schon gemeldet, ich glaube nicht, oder? Hi. Wir waren vorhin schon eine Runde laufen. Ja, wir. Beziehungsweise er ist kurz vorher abgewogen und nach Hause gegangen. Kurz vor Ende. Ich weiß, dass die 10 Minuten jetzt auch noch mitmachen kann. Aber okay. Okay. Wir müssen gleich niesen. So, ja, und in 3 Minuten beginnt hier mein Schreibstream. Ich bin überhaupt gar nicht vorbereitet für Streamen heute, keine Ahnung. Ich habe schon einiges gemacht heute. Nicht viel gelesen, was ich nachher unbedingt nachholen muss. Ja, ich würde viel mehr lesen heute. Ich muss schon lesen. Diese Sonne! Ach ja. Aber ich habe ein Osterei gehäkelt. Ja, ist wie so eine. Naja. Ich finde es nicht so unbedingt ostereiig, aber okay. Vielleicht finde ich noch eine andere Anleitung oder so. Mal schauen. Ich finde es aber nicht so eilig. Ja, aus wie eine Weihnachtskugel. Weil die sind ja auch ungefähr so. Und wenn man es ein bisschen besser drückt, ist recht aus wie eine Kugel. Es sah eiger aus auf dem Bild. Egal. Also, ich gehe jetzt mal Hände waschen, weil ich habe gerade im Staub gewühlt quasi. Also, oberster Schrankfach da hinten, oder Regalfach, ausgeräumt erstmal. Weil das heute in der Challenge dran ist, oberste Schrank-Regalfach. Und von daher werde ich danach weitermachen müssen. Ich muss ja wieder einräumen und putzen und so. Von daher ist es schon mal ausgeräumt, dass ich es auf jeden Fall nachher noch mache. Also, es ist nicht so einfach, das zu sortieren, was da drin ist, weil es einfach nur klim-klim ist. Noch keinen würdigen Platz hat. Das wird noch eine Herausforderung werden, aber darum kümmere ich mich dann später. Und sonst habe ich alles soweit erledigt, was erledigen ist, was schon mal gut ist. Und deswegen kann es losgehen mit Schreiben. Auch das habe ich heute schon gemacht. Man soll es endlich schon erfüllen, aber es geht wieder weiter. Guten Morgen! Hallo, meine ich. Es ist ja schon gleich 12. Egal. Ich habe schon gefrühstückt, wir waren schon einkaufen. Frag bitte nicht. Und manche Menschen, ne, kann man einfach in die Tonne treten. Aber egal! Dann ist wieder im Lager, natürlich. Wie soll das auch anders sein? Und ich wusle jetzt hier gleich rum. Mein Plan. Meine Liste ist lang oder wird langsam, wenn ich sie jetzt mal aufgeschrieben habe. Warum zieht denn das jetzt hier so? Das verstehe ich nicht. Ist doch überall zu. Außer der Küche. Und das ist weit weg. Merkwürdig. Ich habe jetzt noch einen großen Kaffee gemacht, weil ich bin hundemüde. Der dritte Kaffee gestern, der hat gut gewirkt. Sagen wir es so. Ja. Und was wollte ich sagen? Heute ist bei der Challenge, also endlich Garage dran. Wir haben keine Garage, also werde ich den Keller machen. Aber auch da nur so ein bisschen. Weil ich nicht, auch nicht genau weiß, ich will mir jetzt einen Überblick verschaffen, was überhaupt gemacht werden muss. Ich weiß, dass da eine ganze Menge Bücher, also aussortierte Bücher sind, die weg können. Und ich werde mir auf jeden Fall welche zusammenstellen für morgen zum Mitnehmen, weil wir sind ja morgen mal älter und wenn ich da bin, dann kann ich ja gleich wieder einen Rucksack voll Bücher mitschleppen und wegbringen. In der Hoffnung, dass es tatsächlich dann auch Platz ist. Nicht so letztes Mal, wo es voll war. Ja. Aber sind ja schon jetzt fast, nicht fast 2 Wochen, ne, schon wieder 2 Wochen um. Nee, Quatsch, eine Woche. Eine Woche. Genau. Ja. Da ist ja schon ein bisschen Platz. Genau. Was ist noch? Die Wäsche türmt sich schon wieder zum Zusammenlegen. Ja, das sollte ich heute auch noch machen. Dann würde ich ja noch saugen wollen. Ja, sind viele Sachen, die ich heute machen will. Und Kuchen backen. Ich meine, im Prinzip geht er schnell. Eigentlich. Aber da ich hier diesmal einen anderen Kuchen backe als sonst. Also das ist ein bisschen anders variiert. Diesem Zebra-Gedingse. Gucken wir mal. Sollte aber eigentlich auch kein Problem sein. Normalerweise mache ich bei so Marmorkuchen-Gedönse immer 2 verschiedene Teige. Und teile die Zutaten halt in 2 Lager. Aber ich denke, bei dem brauche ich das jetzt nicht machen. Weil er eh nicht so trocken wird oder so. Das ist ein Käsekuchen. Von daher kann ich das Kakaozeug auch in der zweiten Hälfte reinmachen und dann gucken wir mal. Das wird eigentlich, das sollte funktionieren. Denn deswegen geht der endlich auch relativ schnell. Ist ja mein Käsekuchen, den ich immer mache.
Nur, dass ich da die eine Hälfte mit Kakao mache. Und gucken, wie das ist. Ob das funktioniert. Oder nicht. Genau. Das sind so Sachen, die ich heute machen will. Und jede Menge lesen. Lesen, 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 lesen. Und da drüben, habe ich schon gesagt, da drüben Blasmusik ist, Live-Musik, irgendwas im Altersheim. Dann bin ich immer an Straßenfeste. Sowas. Oder Stadtfest oder so ein Krams. Das ist nicht unbedingt meine Musik, ne? Zum Glück ist das nicht jeden Tag da. Ich habe das Fenster auch offen. Gut, dann hört man es noch ein bisschen mehr. Aber es muss auch gelüftet werden, gell? Ja. So, dann mache ich mir mal einen Plan für heute. Sprich, ich schreibe mein Bullet Journal. Und dann geht's los. Viel zu spät. Aber ja, und heute Abend kein Streamy. Es tut auch mal ganz gut, glaube ich. Ich hätte gestern schon nicht so unbedingt Lust gehabt. Ich hatte so, warum habe ich mir nicht für die Feiertage wenigstens freigenommen, sozusagen, zum Streamen? Es war trotzdem sehr erfolgreich gestern, das Streamen, gar kein Ding. Davon ganz abgesehen. Aber ja, ich habe gedacht, warum habe ich nicht einfach mal zu den Feiertagen nicht? Einfach mal entspannen, Kombi-Platti. Und da heute sowieso nicht viel Zeit haben oder später kommen könnten. Und weil es heute wichtig wäre, dass viele da sind, weil eigentlich gedacht war, das Abenteuerspielbuch heute zu machen. Dann haben wir es auf nächste Woche verschoben und spielen da das Abenteuerspielbuch. Wer also Lust auf ein Abenteuer hat, im Livestream mit ganz vielen Abstimmungen und Umfragen und weiß ich nicht was, wo ihr selber entscheiden könnt, wo es lang geht, dann kommt am Samstag zu meinem Livestream ab 16.30 Uhr. Ich sage ab, weil ich nicht weiß, wie lange wir brauchen. Und ich weiß auch nicht, ob wir das ganze Ding durchspielen oder nicht. Genau, aber da wird es lustig werden, hoffe ich, denke ich. Und ich muss vorlesen, das wird... Ja. Lustig, würde ich sagen. Genau. Okay, soviel dazu. Ich drücke mich gerade. Man vielleicht merkt, dass ich mich gerade ein bisschen drücke. Meine Runde will ich nachher auch noch machen. Ja. Ja. Eigentlich will ich nur ins Bett schlafen. Das ist jetzt ein Kindergeburtstag. Die spielen gerade die Vogelhochzeit. Ich dachte gerade erst, ich spinne, ich habe aber mitgesungen im Kopf quasi. Also, das ist die Vogelhochzeit. Eieieiei. Hansel, Drossel, Fink und Star. Und die ganze Vogelschar. Oh mein Gott. Ich hoffe, die hören gleich auf. Ich war in unserem Chaoskeller und ich habe vergessen, dass wir die Lampe gar nicht hier haben. Das ist natürlich schlecht. Ach Gott, ey. Kann ich im Dunkeln hier rumwuseln? Das Skelett, ne? Was in so einem Keller so rumliegen hat? Weihnachtsbaum. Fahrräder. Ich will wieder nach Hause. Ich guck mal, was ich machen kann. Keuchschnauf. So, ich habe erst mal ein bisschen was mitgenommen. Was weg kann, beziehungsweise teilweise ist Druckerpapier. Ich habe noch ganz viel Druckerpapier, unten wusste ich gar nicht. Also normales Druckerpapier, aber eben auch dickeres Druckerpapier. Das habe ich mitgenommen und so ein Leinenpapier für Werbung und so. Das da. Ich zwei Packen unten. Ich dachte, ich kann mal eins oben lassen. Ich kann mal damit irgendwas Schönes machen. Mal gucken. Dann habe ich hier noch so Fotopapiere in verschiedenen Größen. Die können alle weg. Erstmal sind die schon krumm. Und ja, dann noch ein Ordner, der auskotiert werden kann, komplett. Also zerrissen und überhaupt. Ich hätte zwar hier noch ein paar hundert Jahre Stapel, aber. Oh ja, der Keller heute dran war. Dachte ich mir, nehme ich jetzt den auseinander, zerreiße das Papier, was drin ist, und dann ist es auch weg. Durch den Mappen mit komischen. Gemalten Bildern, abfotografierterweise, nicht von mir, gefunden. Die können auch alle weg. Oh, ja.
Alles weg, weg, weg. Die Mappe kann auch endlich weg. Die ist schon kein Gummi, kein Zwieband mehr. Also so ein Verschließdings. Also die sieht auch schon eklig aus. Alles weg. Weg, weg, weg. Genau. Ein bisschen Müll mit hochgenommen. Und dieser Druckerpapier ein bisschen. Und ich habe 3 volle Packen Druckerpapier. Ich bin jetzt gar kein Kaufbraun. Wusste ich echt nicht mehr, als ich im Keller noch was habe. Aber ist schön. Und farbiges habe ich auch noch unten. 2 Packen. Grün und gelb. Genau. Oh, meine Hand zittert. Schwer. Ist echt schwer, Treppen hochzuschleppen mit so viel dicken, fetten Ordner, Druckerpapier und so weiter. Ist halt schwer, ne? Und mein Finger tut schon wieder weh. Ich glaube, das kommt vom Switch-Spielen. Keine Ahnung. Wenn ich zu viel gespielt habe, tut mir mein Finger weh. Muss wieder einspielen, dann geht das wieder. Gut. Oh, jetzt habe ich noch meinen Kaffee. Den brauche ich jetzt auch ganz dringend. Dann gönne ich mir erstmal eine Lesepause, bevor ich weiter wusel und das hier auch wegschmeiße und überhaupt erst wenn es weggeschmissen ist, dann habe ich die Aufgabe erfüllt. Ich habe wie gesagt nicht so viel im Keller machen können oder auch gemacht, weil ich hätte ganz, ganz viel mitnehmen können zum Wegschmeißen. Aber ich schaffe ja gar nicht alles hochzutragen. Ich will auch nicht 10 Wochen runterrennen. Das ist mir der Weg zu weit. Deswegen mache ich das nach und nach. Und dann, ja, gucken wir mal. Auf jeden Fall ist dann noch mehr Ordner, die weg können insgesamt. Aber ich muss hier das zerreißen. Dass da unten auch ein bisschen mehr Platz ist wieder. Das ist lustig. Genau. So viel dann dazu. Unfassbar. Aber die Musik, ich weiß nicht, wo die herkam. Also Live-Musik, wenn denn was irgendwo drin oder so. Draußen habe ich nichts gesehen. Es sind Zelte aufgebaut, aber da saß niemand. Im Altersheim. Keine Ahnung, wo das herkam. Es war auch. Also ich hatte zwar meine eigene Musik drauf, aber ich hätte das ja auch irgendwie gehört, denke ich mal, so laut wie das war. Stille. Stille. So, Kaffee und Lesen. Los geht's. So, ich habe jetzt gerade mal das Osterköpfchen meiner Eltern gepackt. So. Nicht so viel, aber die essen ja auch nicht so viel Süßkrams und so ein Krams. Und dann hier noch ein Amazon-Gutschein. Genau. In so einem süßen Tütchen, was ich wahrscheinlich mal von ihnen bekommen habe. Ich weiß es nicht, wo wir die Tüte her haben. Ich sammle die Tüten hier immer und dann kann man sie wieder verwenden. Weil es ja zu schade ist, wegschmeißen und dann braucht man keinen neuen kaufen. Sondern kann die nehmen, die man schon hat. Ne? Ist ja dann nicht. Ja, sie sind kaputt natürlich dann nicht. Aber das passt. Genau. So, gerüstet für morgen. Ich werde noch ein. Sekunde mal. Ich werde noch einen Rucksack voller Bücher packen, den ich morgen mitnehme. Und dann schauen wir mal. Ich bin so müde. Ich werde heute irgendwie nicht wach. Ich weiß nicht, ob ich alles von meiner To-Do-Liste schaffe. Aber ja, im Moment sieht es nicht danach aus. Oh Mann ey, das ist ein bisschen anstrengend. Vor allem aufs Backen habe ich ja nicht. Ich habe keine Lust, aber andererseits auch schon. Und vor allem sind die Zutaten alle da. Die müssen benutzt werden. Von der Quark und allem und so von da. Das geht ja eigentlich auch schnell. Aber meine Lust ist gerade so super im Keller. Und hilft nicht. Mimimi. Der zweite Kaffee wirkt langsam. Ich wollte euch noch was zeigen. Ich habe nämlich noch 2 Sachen gemacht. Ich hoffe, man kann es hier irgendwie erkennen. Ich setze mich mal gut hier hin. Ein weiteres Osterei für meine Eltern und das gleiche nochmal andersrum mit den gleichen Farben. Das sieht jetzt auch wirklich nach einem Ei aus, was ich vorher gemacht habe, war irgendwie eine Kugel. Ich weiß auch nicht, wahrscheinlich habe ich zu viel Watte reingemacht, keine Ahnung. Ja, irgendwas ist es doch wie ein Ei. Ah, genau. Und sie gehen ja auch recht schnell. Wenn man nebenbei Videos guckt, ist das wunderbar. Ich habe auch Wäsche zusammengelegt. Yay. Der Turm ging mal wieder bis, keine Ahnung, hier hoch ungefähr. Und hinter mir ist sie jetzt. Oh, hinter mir ist sie jetzt. Gemütlich? Der Herr? Ja. Soll weggeräumt werden. Ja, aber zumindest ein bisschen was geschafft schon wieder. Und dann mal gucken. Wolle. Die eignet sich auch richtig gut dafür. Ich weiß gar nicht, wo sie die schon wieder her hat. Sie hat meine Mutter auch mitgebracht. Aber manche sind etwas zu dünn. Wenn ich zu dünn sind, dann komme ich damit nicht so gut klar. Ach Gott.
Ich habe schon mein Marzipanbrot wieder aufgeschnibbelt, ein bisschen irgendwie. Marzipan habe ich auch nicht immer Hunger, ne? Vor allem so Marzipanbrot ohne Nougat drin. Wenn das Marzipanbrot mit Nougat drin wäre, das ist richtig gut. Aber nein. Wie so Mozartkugeln halt, ne? Das ist überhaupt das Beste. Aber so ein pures Marzipan mit Schokolade drumherum ist immer so ein bisschen huhu. Ja, jetzt habe ich hier aufgeschnibbelt ein bisschen und. Nee. Das liegt halt noch da rum. Aber mal gucken. Ich wollte bis morgen oder bis heute leer bekommen. Ich habe gestern vor Geist gegessen. Dann ist dem so. Dann ist dem so. Marzipan kann man ja mehr essen, ne? Genau. Mal gucken, was ich sonst noch mache. Ich bin immer noch müde. Es wirkt ein bisschen, aber noch nicht viel. Und jetzt 5:30. Das ist ein komischer Tag heute. Ein wirklich komischer Tag. Egal. Muss es auch geben, scheinbar. Und ich denke mal, ich weiß nicht, ob ich mich heute nochmal melden werde. Keine Ahnung. Passiert ja hier nicht allzu viel. Ansonsten morgen. Wo wir vielleicht auch ein bisschen rausgehen. Mal gucken. Meine Mutter hat einen Park vorgeschlagen, allerdings bin ich mir nicht sicher, ob das so eine gute Idee ist. Gerade jetzt so, ne? Ich glaube, dass der Park nicht gerade leer sein wird. Von daher bin ich mir nicht sicher, ob ich das so toll finden würde, in einem Park rumzulaufen, wo ganz viele wahrscheinlich rumlaufen werden. Sollte man ja gerade meiden, ne? Von daher. Ich liebe Osterausflüge, schon immer. Weil das so der erste Ausflug des Jahres immer war. Das habe ich letztes Jahr schon vermisst. Aber andererseits, ne? Ja. Warten wir es ab. Wie gesagt, in den Park würde ich glaube ich nicht gern gehen. Ich mag den Park auf jeden Fall. Aber er wird überlaufen sein. Da bin ich mir sehr, sehr, sehr sicher. Und deswegen. Lieber nein. Schade, aber es ist guten Morgen. Ich bin noch im Schlafloch mit der Brille und allem drum und dran. Ich muss mal kurz einen Rechner anmachen. Wir sind schon, weiß nicht, wie spät ist es denn? 9:30. Ich bin so kurz nach 8 aufgestanden. Ja, ja. Gesucht haben wir ja auch schon. Also, ne? Nein, das Versteck war ganz schön fies. Man hat es einfach nicht gesehen. Euch gleich. Genau, dann geht es nachher zu meinen Eltern. Habe ich ja schon gesagt. Und von daher, ja, gemütliches Ostern. Also bei uns ändert sich ja einfach nichts weiter sonst, ne? Außer dass sie keinen großen Osterausflug machen können. Gehe ich mal ganz stark von aus. Aber ansonsten ist bei uns immer alles wie immer. Warum mache ich die Rechner eigentlich an? Wir haben Sonntag. Ich mache wieder aus. Sagt mir das denn keiner? Bin gar nicht dran gewesen. Ups. Das war Reflex. Ups. Ja, na gut. Ja, für deine ganz vielen Gutscheine, weil ich immer nicht weiß, was ich packen soll. Und wenn man jetzt nicht raus kann oder sonst irgendwas, wohin? Schon kann man, aber sollte man ja nicht. Und deswegen. Ja, ich habe auch ehrlich gesagt zu spät dran gedacht, irgendwas online zu gucken oder so. Ja, ich muss mir auch mal eine Liste machen, was man ihm so generell schenken könnte. Dann wäre es wahrscheinlich einfacher. Als auf den letzten Drücker, ich weiß nichts. Ja. So ist. Egal. Er kann ja damit trotzdem anfangen. Von daher. Und ich habe. Ups. Ich habe eine Nachricht bekommen. Ja, von meiner Cousine. Will ich nicht drauf. Ja. Also, ich sehe euch, was ich von ihm bekommen habe. So. Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Was guckst du denn so komisch? Da.
Das da, weil meiner geht da jetzt immer. Was auch immer ich hier gerade veranstalte, frag mich einfach nicht. Ja. Ich bin ja auch nicht frisch gemacht. ja, weil meine immer ausgeht neuerdings. Und ich rumjammer, hat er sich wahrscheinlich gedacht, so, das jammer ich mir nicht mehr an. Ja, weil du den letzten zerstört hast. Zerstört? Ja. Der ist sogar noch, glaube ich, mehr Watt als der andere. Wie ich richtig sehe. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Ich glaube, der andere hat 1000 Watt, der hat 1200. Boah! Und der hat so einen komischen Glättaufsatz. Sekunde, Alter. Hab ich ganz unten reingestopft, glaube ich. Aua! Egal. So, dieses komische Ding hier, Sekunde, ich zeige das mal so. Das da. So, das Anna hat mich so Family Chat hinzugefügt. Oh nein. Was? Du bist dabei. Er darf dabei sein. Er gehört endlich zur Familie. Ja, super. Ena fliegt raus, neuer kommt rein, oder? Stimmt doch gar nicht. Ein Glättaufsatz. Mal gucken, wie das funktioniert. Ich bin gespannt. Fangen wir mal an, wie man hier hinten ist. Da ist nicht. Du überlegen. In der Ecke ist kalt. Da ist kalt. Jetzt wird warm und jetzt wird wieder kalt. Was? Hä? Es wird warm. Da wird es kalt. Oh, nein, da musst du trinken, dann wird dir ganz warm. Da ist auch kalt. Ist auch kalt. Auch kalt. Auch kalt. Lauwarm, aber nur lau. Ganz lau. Jetzt wird es heiß. Ei. Oh. Ah. Jetzt hier bald die Hand. Das wird es nicht sein, nein, oder? Nein. Da ist es kalt. Brennen wir gleich die Hand. Ja. Heiß wird es. Ach Gott. Das heiß. Ein Munchelhaar, ich wollte. Munchel. Ich wusste nicht, dass man das Ding aufmachen kann. Ja. Da wäre ich ja ewig nicht drauf gekommen. So. So, weiter. Hier immer noch, ja? Ja. Das ist ja furchtbar. Da ist kalt. Wie schön Schränke wieder durchführen. Da wird es auch schon wieder kalt. Da ist auch kalt. Immer noch kalt. Auch kalt. Auch kalt ist ja. Da wird es wärmer. Ah, ja. Aber nur warm. Ne? Aber nur warm. Mhm. Aber nur warm. Nur warm. Immer noch nur warm. Da hier ist noch Ostereiermüll, aber die Reste. Ja, da wird schon wieder kälter. Da wird schon wieder kälter. Da ganz, ganz heiß kalt. Müll ist nicht sein. Nee. War schon heiß. Aber heute komische Verstecke. Muss ich da mal... Ja, naja, man muss ja mal was einfallen lassen. Das die Vase vielleicht? Ah. Und noch einmal hier. Einmal hier. Ein anderer Waffel, ja. Dann gehe ich mir hinten schütteln. Das ist kalt. Das ist schon kalt. Das ist kalt. Dann gehe ich mal da. Wenn sie schon aufsteht, nicht geschenkt, ich muss hier hinten. Ja, da wird es warm. Ja, das versteht es nämlich schon auf. Da hinten ist kalt. Was? Da wird es warm, aber nicht heiß. Da wird es warm, aber nicht heiß. Was? Ja, fast heiß. Jetzt wird es wieder kälter. Was? Ich glaube, der Fell schmeißt sich weg vor Lachen. Jetzt nimmst du schon die Apfelsine. Da wird es kühl. Was? Da wird es kühl. Geht doch gar nicht. Deine Füße werden schon heiß. Was? Na, guck doch mal unter der Decke. Da ist kühler. Mach mich fertig. Kühl. Also, Kissen? Ich gucke schon. Kühler. Braunes Kissen? Das war warm, aber noch nicht heiß. Okay, oh, jetzt kriegst du aber einen heißen Hintern. Was? Aber da war ich doch schon. Du kriegst einen heißen Hintern. Da ist es fast warm. Wieder ist es fast warm. Warum denn nur fast? Aua. Oh, vorsichtig. Das ist doch kalt. Komm her. Ich muss in die Küche gehen. Ja. Du musst in der Küche, du kannst erstmal noch suchen. Naja, nur wenn es da an der Stelle warm und heiß ist, dann. Soll ich dir einen Tipp geben? Nein, du hast mir keinen Tipp geben. Hinten war ja schon. Hier einfach, sagen wir mal. War bestimmt kalt. Aber hier war ja schon kühl. Es war ja nur hier das heiß. Ja, da kriegst du einen heißen Arsch, ja. Aber da ist doch nichts. Da ist kalt. Da oben ist kalt. Ja, aber da unten ist ja auch nichts. Da habe ich ja schon 10 Minuten geguckt. Geheimfach. Aber hier kann man ja nichts aufmachen. Weißt du das? Wie
weiß ich das. Ja, Kissen wegnehmen vom Sofa? Ich ja schon. Nein, nicht Kissen wegnehmen. Nein? Schienbeine werden bestimmt warm. Schienbeine werden warm, aber da kann man doch nichts aufmachen. Doch, anscheinend schon. Aber wie denn? Oh. Scheiße. Euer Ernst? Oh mein Gott, ich wusste, dass er schon Kasten ist. Wusste ich aber auch nicht, ist ja voll aber praktisch. Ich hab schon mal gesagt. Das weiß ich nicht. Oh mein Gott. Das war ja. Ist jetzt warm, ja? Ja, es ist mir warm. Wie ich? So, da hier in der Küche. Oh, wo er hingehört. Oh nee, ey. So, dann wollen wir mal gleich an den Kühlschrank gehen. Das ist kalt. Ja, kalt. Ja, ach, guck an, nicht mal nichts im Kühlschrank. Das ist kalt. Ja, soll ich jetzt alle Schränke durchforsten? Naja, beweg dich. Beweg dich im Kreis in der Küche. Da tanzen. Kühl, obwohl der Herd heiß ist, aber da wird es kühl. Ein bisschen wärmer wird es schon. Es wird heiß. Ich sehe was. So, dem sind die Ohren abgefallen. Das reicht. Das war noch nicht. Nee, weit. Noch mehr? Mhm. Geht bestimmt hier weiter. Da wird's warm, ja. Da wird's noch wärmer. Und da wird's heiß. Heiß. Röstschwierig? Schon was Österliches. Österliche Röstzwiebeln. Österliche. Da war es jetzt ganz heiß. Ja, da hast du bald die Finger verbrannt. Du hast die Finger verbrannt. Jetzt, ach, jetzt hast nein, du die Finger verbrannt. Ja. Ach, lieber Gott. Fällt ja gar nicht auf. Geht weiter. Das ist schon viel zu viel. Oh. Dafür ist beide gedeckt. Ja. Noch mehr? Ja. Schubkästen. Da wird's warm. Da wird's heiß. Schon gefunden? Ja. Oh, warum? Und gut, noch einmal. Du, was? Noch einmal oder noch so? Ach, jetzt hör auf. Noch mehr? Ja. Ja, ist kalt. Stimmt hier vorne. Hat sich das abgekühlt? Nein, ist auch kalt. Aber da war ich doch schon überall. Ja, das ging mir ja vorhin nicht anders, da dass man nichts warm findet. Da wird's kalt. Aber hier war ich doch schon dran. Hier wird's warm. Es wird wärmer. Es wird heißer. Es wird heiß. Ach, guck! Das war's. Oh, tschüss. Dankeschön. Hallöchen. Ich bin auf dem Weg zur Bücherzelle. Diesmal mal einen anderen Weg. Ich hatte Lust auf einen anderen Weg. Viele Wege für nach oben, ne? Und auch zur Bücherzelle. Ja. Und dann die Grundschule. Genau. Das Essen dauert nämlich noch einen Moment. Mittagessen. Und dann dachte ich, gehe ich jetzt mal schnell rüber und bringe die Bücher weg. In der Hoffnung, dass Platz ist. Jojo. Bis gleich. Okay, das ist zum ersten Mal passiert. Die Bücherfalle hat zum ersten Mal zugeschlagen. Mein Rucksack ist wieder voll. Mist. Sonst war nie irgendwas bei gewesen. Dann gibt es gleich vier. Vier. Dann sagt er noch, komm bloß hier wieder hin zurück. Ja. Mann, sieht so anders aus. Hier war mal ein Reichel drin gewesen. Sind hier irgendwelche Kindergärten? Ein Kindergarten drin, das ist ja komisch. Naja, und das hier war mal der Eingang. Das ist zugemauert. Okay, ich gehe da lang. Essen, ich habe extra Essen. Da, guck. Lecker, lecker, das ist nämlich ganz ekelhaft. Das will keiner und ich habe das da. Ganz für dich allein. Ja, meins.
vielleicht ein bisschen viel geworden. Ja. Kaum. Ist da in der Strecke geblieben bei dir? Ja, es funktioniert trotzdem, ich meine. Daniel? An. Ach, wie ging denn das? Du musst da irgendwas treffen. Du musst da irgendwas treffen. Ich schon besser als er. Das ist auch schon mal schön. Hast du drücken? Die waren das. Rote. Die große. Rotknopf. Das stimmt, dann macht das die Geräusche. Hier sind wir zu Hause. Es ist jetzt 18.15 Uhr und ja, ich wollte euch mal zeigen, was ich aus der Bücherzeit mitgenommen habe. Am besten in der Reihenfolge groß. Gut, also, ich habe noch nicht mal die Tür aufgemacht, dann habe ich schon gesehen und dachte mir so, nein, das ist nicht gut, aber ich konnte nicht widerstehen. Ich meine, steht Akademie drauf, ne? Oder Academy. Aber es ist Einzelband. Weil ich gesehen habe. Von daher, ich habe davon auch nur Gutes gehört bis jetzt. Weil ich mich erinnere, es ist schon ein Weilchen her. Dann kam das raus. 2015 im Ravensburger Verlag. Ja, wir sind schon ein Weilchen her. Aber ich habe, meine ich, nur Gutes davon gehört. Von dem nächsten auf jeden Fall. Und das kam mir zum Vorschein, als ich es weggenommen habe. So, nein. Mein erstes Judy Canava Buch. Talon, Band 1. Gibt ja auch eine 5 Bände davon, ne? Dann kam zum Vorschein, also das war alles so eine Kiste, die unten im Boden stand. Das hier, Scherbenmädchen, von Liz Coley. Ein Thriller, ein ziemlich dünner Thriller, also gar nicht so dick. Fast über 300 Seiten. Das habe ich nichts gehört. Ich dachte mir so, sehr gut aus, nehme ich jetzt auch noch mit. Genauso habe ich nichts davon gehört. Ich bin mir aber bei dem nicht sicher, ob ich davon schon mal was gehört habe. Es stand so im Regal und also hochkant. Ich dachte mir so, sieht auch nicht schlecht aus. Dann hole ich es raus, sieht noch besser aus. Außer der Aufkleber da unten. Keine Ahnung, was das bedeuten hat. Jake Jones. Jones mit D vorne. In die Hüfte der Zeit, der erste von 3 Bänden. Ja. Nun sehen die anderen Bände nicht mehr so schön aus, habe ich gesehen. Aber ist ja egal. Hat auch etwas über 300 Seiten. Ja, 4 Bücher. Genau. Ich glaube, der Vlog wird diesmal wieder sehr, 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 sehr lang werden. Aber gut, dafür passiert endlich mal wieder was, ne? Endlich mal wieder ein bisschen Action hier. Wenn man so langweilig war immer. Und ich kann euch sagen, ich freue mich jetzt schon auf den Urlaub. Also im Sommer. Also nicht ohne, dass wir wegfahren, sondern einfach nur freie Tage. Wo ich zum Beispiel jeden Tag vloggen werde. Und jeden Tag ein Daily-Dingens hochladen werde. Irgendwie habe ich da viel Lust drauf. Ich mache das zwischendurch mal, ich weiß es noch nicht. Aber irgendwie habe ich gerade Lust auf jeden Tag einen Vlog, weil es eben sonst so lang wird, habe ich das Gefühl. Ich meine, der Vlog jetzt wird sowieso wieder extrem lang. Aber gut. Deswegen verabschiede ich mich jetzt für heute. Da passiert hier eh nicht mehr wirklich was. Ich werde jetzt lesen und Switch spielen. Weil heute ist ja noch Häschentag da. Deshalb mal gucken, was ich da noch so machen kann. Viel wahrscheinlich nicht, weil ich habe im Prinzip alles nötig, was zu machen ist. Also zumindest so, was den Häschentag betrifft. Da ist ja nichts mehr. Aber auch schade für die, die es letztes Jahr schon mitbekommen haben oder mitgemacht haben, dass genau das gleiche ist. Ich dachte, da würde vielleicht was anderes passieren. Wäre ja nett. Ich weiß nicht, dann hätte man, weiß ich nicht, was leider mehr machen können oder sonst irgendwie. Aber es ist genau das gleiche. Was ich für diejenigen, die letztes Jahr dabei waren, schade finde. Ich habe es da nicht mitgemacht und von daher ist es für mich okay. Aber ja, und nächste Woche ist Angelturnier. Aber was Neues. Das habe ich ja bei Let's Go to the City schon mitgemacht. Angelturnier, da habe ich auch nur sporadisch mitgemacht. Habe einen großen Fisch gefangen und das war's. Habe dadurch dann das Angelturnier gewonnen. Genau. Mal gucken, wie das so wird bei New Horizons. Genau, ich will trotzdem noch ein bisschen was machen. Meine täglichen Aufgaben habe ich noch nicht ganz gemacht. Also eigentlich auch gar nicht gemacht, weil ich einfach nur heute Morgen Häschenturnier gemacht habe, Rüben gekauft habe und das war's. Ja, mal gucken. Aber erst wahrscheinlich ein bisschen lesen. So viel dazu. Ansonsten hoffe ich, dass ihr auch schöne Ostern hattet.
was ihr mir getan habt oder nichts getan habt oder wie auch immer, einfach den Tag genossen habt. Und wir sehen uns dann morgen wieder, beziehungsweise für euch dann schon am, nicht gleich morgen, aber ja, beim nächsten Vlog halt. Bis dann, bye bye.